Sven 004 ist wieder am Start und das Ersatz 25 ist es auch, aber wird er Glück haben? Wahrscheinlich nicht. Sven Ruinen 2 Solo. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Das ist mein zweiter Anlauf. Ihr wollt nicht wissen, wie mein erster war. Gut, die nächste ist hergekommen. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass der Opa nicht in irgendwelche Hupen latscht. Der guckt gerade in eine Richtung, in die ich ihn gar nicht locken wollte. Ah, okay. Gut. Hat sich erledigt. Ja, die Hupen sind schon eine ganz miese Sache. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht aus Versehen in den verdammten Teich falle und ich mir dadurch Zeitabzüge riskiere oder schlimmstenfalls auch Lebensabzüge. Das nächstschlimmste ist, dass wenn ein Schaf in, auf die falsche Bahn gerät. Wahnsinnig witzig das erst. Aber ja, das muss ich trotzdem um jeden Preis verhindern. Der Hund wird sowieso nichts entdecken. Wenigstens bin ich in die Pfütze gefallen, statt in den Riesenteich, weil dann würde es mich ganz weit nach rechts teleportieren und ich müsste den ganzen Weg zurückwatscheln. Deswegen aufpassen, wo ich hinlatsch. Das Artefakt bringt mir jetzt auch nichts mehr. Ja, das hat mich gerade Leine gezogen. Das Schaf sollte ich auf jeden Fall verschwinden bringen. Ich habe den Hund aufgeweckt, aber bin gleichzeitig wieder abgehauen. Um keinen Verdacht anzuregen. Ah, der Drecksköter kommt. Und ich hätte fast aus Gier das Erdmännchen genommen. Das wäre dann nämlich ein Fehler gewesen. Und da ist eine unsichtbare Pfütze. What the hell? Ah, what the hell? What the dunkel? Leck mich am Knöchel. Ja, tatsächlich. Unsichtbare Pfütze. Ja, los! Lauft! Ah, der Hund ist gerade mal so 1 cm davor stehen geblieben. Oh, ich habe vergessen, dass wieder die Pfütze da ist. Gott verdammt, das ist so verwirrend. Die Hupe betätige ich einfach mal. Jetzt muss ich erstmal warten, bis die ganzen Erdmännchen herkommen. Damit ich sie lieb haben kann. Aber trotzdem muss ich Abstand zu dem Köter halten. Es sei denn, der Zug beschützt mich vor jeglichem Schaden. Vor dem Köter, nicht vor mir selbst. Sandmännchen müsste kommen. Die Zeit läuft ab. Da gehen meine Extrapunkte sonst flöten. Keine Nixe ausgelöst. Warten, ja, aber.
Der Schlüssel sorgt aber dafür, dass hier jetzt im Laufe der Zeit irgendwelche Fässer kommen. Nee, nicht Fässer. Baumstämme, genau. Komm, jetzt muss ich mich erstmal abholen lassen. Und ich hoffe, die entfernen sich eine Zeit lang, damit ich eine Nixe kriegen kann. Ich glaube, das war in diesem Level. Du bist ein Arschloch, du Köter, du kriegst mich eh nicht. Gut, der wird mich eine Zeit lang nicht nerven. Der Opa, wenn dann. Oh, und der kehrt natürlich zurück. Ein bisschen Risiko muss sein. Ist da was? Nein. Köter. Es wäre von Vorteil, wenn noch so ein Alien-Artefakt kommen würde, aber das ist mir leider nicht gegeben. Nein, das werde ich auf keinen Fall dulden. Ich sollte nicht so gierig sein. Ich könnte nämlich unschön enden. Interessant, dass man da durch kann. Hey, du Arsch! Opa muss ich mich auch entfernen, weil ja, so eine Hitbox, so eine verbuggte bei Sven. In der dritten Version ist es deutlich besser. Oh, und der kehrt auch noch zurück. Haha! Warte, ich blockiere ihm erstmal den Weg, damit er nicht in meine Richtung läuft. Oh, cool. Er hat seine Flasche gefunden. Süße Träume oder auch nicht, aber jetzt müsste ich erstmal das Level beenden. Ich hoffe, ich habe nichts verfehlt. Die Nixe müsste ich alle haben und alles andere, was hier auf dem Level auch. Oh. Mutti! Mann, habe ich mich erschrocken. Boah, ist das gemein. Boah, ich habe jetzt eine Menge Zeit verloren durch die Göre. Aber ich merke, hier bietet man mir eine Menge Raketen an. Ich müsste sie erstmal kriegen, das ist jetzt der Nachteil. Ah, das hier hat Leine gezogen. Zweimal Zeitabzug, das ist nicht so genial. Von dem Schaf lässt du aber lieber die Finger, ja? Die Göre ist gerade da und beschützt das Schaf. Finde ich nicht gut. Okay, der hat mich nicht gekriegt, der war noch mitten in der Bewegung. Ah, ich wollte eigentlich zu der Göre und das gibt man mir jetzt nicht.
Ich lock einfach den Köter so weit weg, dass er mich nicht belästigt. Also. Wenn ich die Schafe da oben nehme. Nee, danke, ich habe schon genug Zeitabzug. Ich habe keinen Bock auf noch mehr. Ich meine, das war so geplant. Ach komm, verprügel den Hund nochmal. Das ist lustig. Okay. Ich muss den Alten leider aufwecken, weil ich vorbei muss. Seite an Seite, Hand in Hand. Ich wusste, dass es noch eine Münze ist. Deswegen bin ich extra noch mal hingegangen. Ich habe auch als Preis die Verkloppung noch einmal miterleben können. Du kannst mir gerade hier gar nichts. Ich muss aber trotzdem gucken, ob hier irgendwelche Münzen sind. Auf jeden Fall bin ich hier safe fürs Erste und kann mir das hier abholen. Fallen lassen und ich hoffe, dass mich der Opa dabei nicht kriegt und ich habe leider die Rakete nicht bekommen. Ist aber auch nicht weiter wichtig, weil ich muss die Zeit sowieso nutzen, um an die andere Seite zu kommen. Rasenmäher. Abbremsen, ich habe keinen Bock auf Gewitterscharfstimmung. Tut mir leid, Opa, aber du bist leider zu bescheuert, um hier rüber zu kommen. Und ich sollte lieber das nicht zu Schrott fahren, ansonsten komme ich nicht an die Tiere da drüben. Dann muss ich eine Menge Zeit verschwenden, bis das UFO kommt und die Schafe abholt. Und das kann Nickel natürlich auch. Gut, das müsste reichen. Oh nein, das Level. Naja, wenigstens ist hier kein Verkehr. Sprach er und dann hat er die Erkenntnis gesehen, dass die Göre verdammt nochmal die Hupe betätigt hat. Ah, das hätte ich verhindern können, ne? Ja, hätte Fahrradkette. So ein Dreck. Jetzt geht's los. Wenn's gut anfängt, kann's nur schlimm enden.
Das waren ungefähr um die 4 Schafe, wenn ich zählen kann. Und ich kann ja bekanntlicherweise nicht zählen. So ein Scheiß. Dreck, verpiss dich, du Drecksköter, du Fotzenvieh. Der Opa ist auch so ein Aslack. Und die Göre gleich mit. Jeder ist mir einfach im Weg. Ich glaube, das hier ist so ziemlich das eines der schlimmsten Verkloppungen, die ich erleben musste. Weil der Köder hat mich mitgezogen, die Hitbox von dem Drecksalten, und hat mich die Göre gekriegt, als der Maulwurf sich verzogen hat. Das Level hat was gegen mich. Und ich habe was gegen den Köder, deswegen sollte er jetzt erstmal verschwinden. Nein! Gut, ich konnte noch 10 Punkte schaffen, bevor der Hund verschwunden ist. Das wird ja eine Lehre sein. Die Maulwürfe sollten mal wieder kommen. Die Zeit dringt. Okay. So, wie geht das Level nochmal? Auf jeden Fall starker Verkehr. Was heißt hier starker Verkehr? Der Köter scheint einen Knochen gefunden zu haben. Ich sollte auch mal finden, nämlich meinen Skill. Ich sollte die Göre weglocken, ansonsten betätigt sie die Hupe, und das will ich nicht. Ach, ich habe keinen Bock, mich aufzuregen. Warum sollte ich auch? Diese elendige Wichsgeburt. Natürlich, die Göre kommt jetzt auch noch eine Runde. Boah. Die sind mir alle im Weg, aber der Opa ist wenigstens weg. Und wieso zum Teufel konnte ich mich dahin teleportieren? Kann mir das einer sagen? Boah, die sind mir alle im Weg. Ich dachte schon, UFO wäre schlimm genug. Das V steht für verpisst euch. Ich bin es leid. So, da denkt man, man hat gute Laune. Fehlanzeige, das Spiel bewirkt da was ganz anderes. Auf jeden Fall eine Menge Maulwürfe. Normalerweise sollte ich sie zuletzt nehmen. Aber egal, wenn ich schon dabei bin. Boah, ich habe keinen Bock auf die Hitbox von dem Alten. Nein. Leck mich dafür. Da drüben.
Das könnte aber daran liegen, dass ich seit einer Zeit lang das Spiel nicht gespielt habe, also das Level meine ich. Ich deswegen vergessen habe, wo was steht. Den Köter muss ich allerdings weglocken, weil der wird mir definitiv die Tour vermiesen. Der Alte jetzt auch, der hat jetzt scharf abgedreht. Arschloch. Und er kriegt mich trotzdem. Ich finde es interessant, dass der Jäger nicht abgedrückt hat. Das ist kein gutes Zeichen. Aha, es war die Göre. Wer auch sonst? Schnell, bevor der Alte aufwacht. Meine Fresse. Der Köter ist jetzt gleich auch mit von der Partie. Der wird mich natürlich hier verfolgen, bis eben die ewigen Jagdgründe. Und da scharf rechts knöpfe ich mir natürlich am letzten vor. Ich muss strategisch vorgehen. Der Länderschaf beschließt einfach mal ein Feld weiter zu latschen. Boah, ich hoffe, niemand blockiert hier den Weg. Das wäre nämlich extrem fies. Boah, das wäre auch fast der Fall gewesen. Kling, kling, klingelingeling. Schieß nicht ab, ansonsten gibt's Prügel. Gut, wenigstens kann ich hören, wie der Hund verprügelt wird. Sven Ruin 2, du kannst mich sowas von. Na gut, wenn's sein muss, das ist wahrscheinlich eines der derjenigen. Der Level, die ich nicht über 10.000 Punkte hatte. Vier Schafe sind wahrscheinlich flöten gegangen. Naja. Mal schauen, was als nächstes kommt. Ich bin also vorbereitet für den nächsten Part. Hoffentlich.